schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich auf all diejenigen, die heute Abend zuschauen, denn ich darf mich mit Marie Bäumer unterhalten. Das ist ein großes Privileg zu Beginn der Woche und sie ist auch schon dabei. Hallo. Hallo. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Es klappt doch. Man lernt nie aus in diesen Tagen. Ja, ich bin auch überrascht, was hier alles gelingt per Internet. Das ist alles sehr neu für mich. Wo störe ich Sie jetzt gerade? Sie sind zu Hause in der Provence? Genau, ich bin zu Hause, ja. Und stören gar nicht. Okay, herrliche Ablenkung vom Hausputz bei Regen. Wir haben nach all den Wochen noch immer keinen Hausputz gemacht. Das ist doch, da sind doch alle schon mit fertig nach all den Wochen jetzt. Ja, es gibt ja Menschen, die haben das irgendwie in den Genen und andere, die kämpfen ihr Leben lang damit. Und ich glaube, ich gehöre irgendwie dazu. Einmal am Lockdown am Anfang und jetzt am Ende, aber jetzt wird es auch langsam Zeit. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es ist eine große Ehre und ein Privileg. Und Sie haben uns viele wunderbare Filmstunden beschert. Und jetzt freue ich mich, dass Sie mir noch 30 Minuten hier auf Instagram bescheren. Liebe Frau Bäumer, wie erleben Sie die momentane Zeit? Entschleunigen Sie das, was alle im Augenblick als Vorwand vorausschieben? Sie würden entschleunigen? Ich würde sagen, ich werde entschleunigt. Und tatsächlich ist es für mich, ich nenne das immer das Pucken, so wie man früher Babys gepuckt hat, so in dieser Umwickelung. So geht es mir im Moment gerade. Und wie man weiß, ist dann die Bewegung grundsätzlich ein bisschen eingeschränkt. Ich meine es im übertragenen Sinne. Und mir tut das unglaublich gut. Und wie erleben Sie die jetzige Zeit? Der Hund macht sich bemerkbar. Ja, Hund 1 und zwar, ich werde mal ganz kurz gucken, ob man das hier irgendwie in den Griff kriegt. Kein Problem. Hund? Was ist mit dir, Hund? Oh. Ja. Ah, Hitler. Il peut être ici ou pas? Je pars parce qu'elle avait toqué là. Viens là. Allez. So. Hund wieder da. War das der rumänische Mischling oder? Rumänischer Mischling ist hier. Luwe, komm her. Wie kriege ich sie jetzt ins Bild? Warte, Luwe. Ich muss es wechseln, oder? Nee, alles Luwe, gut. Luwe, Luwe. Attention. Okay, da. Wunderbar. So. Und da war der Freund gerade. Hausfreund Rhodesian Ridgeback. Entschuldigung, hoppla. Überhaupt kein Problem. Zurück zur Frage, wie erleben Sie die momentane Zeit? Wie erleben Sie das in Ihrem Dorf? Wie erleben Sie das in Ihrer Nachbarschaft? Ja, es ist, für mich ist es ein bisschen so, als hätte die Welt eine Pause gemacht. Und so ein bisschen den Atem angehalten. Und dann ganz behutsam weitergeatmet. Und ich bin gerade mitten im Umzug vom Vaucluse in die Alpilen und in einen Ort, wo noch mehr Natur um uns herum ist. Und muss sagen, dadurch hatte ich einfach den Luxus, dass ich viel Bewegungsfreiheit hatte in der jetzt beginnenden Frühlingsprovence, die wirklich immer wieder, also 12 Jahre lang fasziniert mich das jedes Mal wieder aufs Neue. Und ich konnte mich hier viel bewegen mit den Pferden und zu Fuß und mit Hund. Und das war wirklich einfach ein ganz, ganz großer Luxus. Wir sprechen gleich über Ihre Pferde. Vielleicht geben Sie uns einen kleinen Einblick, mit wie vielen Tieren leben Sie in Frankreich? Also ich selber habe 3, 2 Pferde, 2 Hengste und einen Hund. Und ich lebe hier auf einer Domaine, die eine Élevage, eine Zucht hat, eine Lusitano-Zucht. Und da sind, glaube ich, insgesamt 12 oder 14 Pferde nochmal mit dabei. Und jetzt ist hier gerade Deckzeit und Stutenalarm. Und wir haben 8 Hengste vor Ort und langweilen uns nicht. Wir haben eigentlich jeden Tag einen Hengst, der irgendwie ausreißt und kurzfristig bei den Stuten mit reinparkt. Und dann braucht man ungefähr 2 Stunden, bis man den wieder raus hat. Oder einer schießt den anderen irgendwo in eine Hecke und muss eine Stunde aus einer Dornenhecke rausgeschält werden.
Also wir haben irgendwie gesagt, wir hätten einiges zu berichten hier aus dieser Zeit. Es wird nicht langweilig bei Ihnen. Sind Landmenschen eigentlich glücklichere Menschen? Also ich sag mal so, ich bin sehr viel glücklicher, wenn ich auf dem Land bin oder in der Natur. Das kann ich ganz sicher sagen. Und ich habe mal eine Frage gestellt an, ich glaube, 15 Freunde. Und ich habe sie gefragt, was ihr wichtigstes, ganz spontan, ihr wichtigstes oder eins der wichtigsten Kindheitserlebnisse ist. Und alle, egal ob Stadt- oder Landmenschen oder wie sie auch aufgewachsen waren, haben alle ein Erlebnis mit den Eltern in der Natur erwähnt. Man wird bei Ihnen immer den Eindruck nicht los, das ist so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf. Ja? Sie haben in dem Interview auch gesagt, das wirkt alles wie Bullabü. die Pferde, die Hunde und auch Ihr Drang zur Freiheit. Sie sind eine starke Frauenpersönlichkeit, haben aber auch immer diesen Drang, frei und unabhängig zu sein. Ist Pippi Langstrumpf so ein bisschen, Vorbild kann man nicht sagen, aber so das Leitmotiv? Ja, ich glaube, das ist schon, natürlich ist es schon als Schauspielerin immer wieder, hat das immer wieder Erwähnung gefunden, weil ich einfach als allererstes, da wir keinen Fernseher hatten, ins Kino gegangen bin und da mal die Pippi Langstrumpf-Filme gesehen habe. Dann diese ganze Literatur von Astrid Lindgren hat mich sehr begleitet und geprägt und ich finde einfach diese Figur, ich arbeite im Atelier Escapade auch mit den Kindheitshelden, diese Unbefangenheit, Unbestechlichkeit und ja, ich sag mal so, das Leben in einer großen Tasche mit sich herumzutragen und jederzeit aufbrechen zu können und auch dieses Thema darin, lebe lieber ungewöhnlich. Ich glaube schon, dass das was ist, was mir sehr entspricht. Jetzt haben Sie gerade die Pferde angesprochen, diese Liebe zu Pferden, woher kommt die, woher rührt die? Sie haben relativ früh schon Tiere gehabt. Und ja. Haben so ein bisschen den Traum eines jeden Mädchens wahrscheinlich gelebt, ja, weil sie als Teenagerin schon ein Pferd hatten. Ja, also die Mär sagt, dass das vierte Wort Esel war, nach Mutter, Vater, Schwester. und bevor ich eigentlich richtig laufen konnte, habe ich darauf bestanden zu reiten und war halt im Zirkus unterwegs und so weiter. Also das, ja, wie Sie sagen, vielen, vielen Mädchen sicherlich eigen ist. Mich hat die Zeit mit meinem Pony vornehmlich im Wald zwischen, ich weiß gar nicht, 8 und 16 ungefähr sehr geprägt. Und auch da wieder so dieses Gefühl, Pferd und ich brechen auf und sind einfach unterwegs. In unserer Welt, in meiner Welt, in der Fantasie, in der Natur, mit einer Freundin meistens dann noch und oder eben auch ganz für mich. Das habe ich auch schon als Kind gemacht. Und mit dem Schlitten losgefahren. Manchmal ist der Schlitten alleine wieder zurückgekommen mit Pferd, ohne Kind. Habe ich mir im Wald dann mal kurz die Handschuhe ausgezogen und irgendwie in den Schnee gelegt. Und als ich sie wieder anziehen wollte, sah ich mein Pferd am Horizont davon. mit Schlitten hinterher. Meine Mutter, der fuhr dann so an der Küche vorbei. Und sie so, oh, Schlitten da, Kind nicht. Aber Kind kam dann auch hinterher. Bisschen verspätet. Was finden Sie bei Pferden, was Sie bei Menschen vermissen? Ich glaube, dass Pferde schon vieles mitbringen, wonach wir uns alle sehen. Das geht schon los mit der latenten Lust zu essen. Es geht weiter mit einer großen Kraft- und Energiepotenzial. Dann eine unbestreitbare Ausstrahlung, Charisma oder Schönheit, die eigentlich fast allen Pferden eigen ist. Es ist das Tier, über das weltweit am meisten gesprochen wird. Menschen mögen es eigentlich auch gerne, wenn man von ihnen spricht. Vielleicht nicht über sie, aber von ihnen. Und dann haben sie einfach eine unfassbare Empathie und Sensibilität, an der, denke ich, wir uns heute auch sehr, sehr gut tun zu orientieren. Hat Sie der Umgang mit Pferden verändert in der Branche? Also wenn Sie heute, Sie haben ja sehr stressige Arbeitstage als Schauspielerin, sind Sie entspannter, ruhiger, entschleunigter geworden, seitdem Sie mit Tieren arbeiten und seitdem Sie letztendlich diese Nähe zu Tieren haben? Ja,
ich sage ja immer, dass das meine wichtigsten Lehrmeister der letzten Jahre sind. Und ich glaube, am besten kann ich es wirklich beschreiben über den Spannungsausgleich. Also Spannung und Entspannung. Wir sind grundsätzlich im mitteleuropäischen Raum ja Dauer angespannt oder leicht überspannt oder in der Anstrengung, in der Bemühung, Dinge zu tun, zu erfüllen und so weiter. Und in der Gegenwart eines Pferdes kann man sehr gut lernen, aus der Anspannung, das heißt Aktion, Aussage, sofort wieder in die Entspannung zu gehen und damit unendlich viel weniger Energie aufzuwenden für das, was ich eigentlich ausdrücken oder sagen oder tun will. Und eine Grundgelassenheit einfach und ein Grundwohlgefühl zu entwickeln, das kann dann noch weitergehen, dass wir also fast in einen gewaltvollen Ausdruck gehen, sowohl verbal als auch physisch, wenn wir unter Druck geraten oder so. Und meinem Temperament ist es auch nicht ganz uneigen, dass ich manchmal ganz schön hochfahren kann. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich in der Gegenwart eben der Pferde oder mit dem Zusammensein, mit der Arbeit und dem Wunsch dieser Sensibilität zumindest ein Stück weit zu entsprechen, sehr viel mehr in diese kleinen Versatzmomente gekommen bin und mehr in diesen Ausgleich der weiblichen und der männlichen Kraft. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Allerdings auch manchmal zu sagen, wenn wir von 0 bis 4 gehen und 4 ist der Joker und 0 ist die Fliege in der Sanftheit, dass man in diesen Etappen auch die Energie, wenn es sein muss, mal kurz hochfahren kann und dann wirklich eine klare Ansage machen. Was auch bei Hunden nicht unwichtig ist und auch bei Männern manchmal nicht schlecht. Da sprechen wir dann gleich drüber. Das Thema Freiheit kommt bei Ihnen immer häufig vor. In Ihrem Buch, in Interviews, natürlich auch in den Rollen, die Sie gespielt haben. Man hat immer den Eindruck, Sie sind eine Frau auf der Suche nach Freiheit oder zumindest eine Frau mit einem sehr, sehr starken Freiheitsdrang. Was bedeutet Ihnen Freiheit? Ja, das große Glück ist tatsächlich, dass ich die Freiheit nie suchen musste. Ich hab das so erlebt, ich bin so aufgewachsen, ich hatte Eltern, die mich nie irgendwie in meinem Drang aufzubrechen, unterwegs zu sein, zu forschen, zu suchen, meine eigenen Wege zu gehen, auf Bäume zu klettern, Reisen alleine mit Rädern durch Länder zu machen in Zeiten, wo das vielleicht nicht unbedingt beliebt ist bei langhaarigen Teenager-Mädchen, bei den Eltern nicht so beliebt. Und das haben die mir alles gelassen und mich darin auch unterstützt. Das heißt, ich habe nie darum kämpfen müssen. Das ist wirklich etwas, was für mich ein Grundgefühl ist. Und es würde ich am ehesten verbinden mit einer Leichtigkeit. Leichtigkeit, Unbefangenheit, einfach wirklich dem nachzugeben, wo ich sage, so, wie fühlt es sich jetzt gerade am besten an? Hat diese Freiheit eine starke Persönlichkeit aus Ihnen gemacht? Ich denke, sie hat einfach mir die Möglichkeit gegeben, ganz viel auszuprobieren und daran immer wieder Neues zu erfahren und mich vielleicht auch immer besser kennenzulernen. Ich weiß nicht genau, ob ich sagen würde, dass das meine Hauptstärke ist, aber vielleicht das nicht darum kämpfen müssen, glaube ich. Das ist schon ein Teil, also kann ich sagen, für den ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich glaube, dass er mir in meinem Leben immer wieder diesen Mut und diese Unbefangenheit gegeben hat, wirklich auch spielerisch an Sachen heranzugehen und einfach Dinge auszuprobieren. Das ist dieses wunderbare Zitat, sind Kinder klein, gib ihnen Wurzeln, sind sie groß, gib ihnen Flügel. Ja, das ist sehr schön. Würden Sie das Eltern jetzt auch empfehlen, Kinder ziehen zu lassen, Kinder entdecken zu lassen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat. Und ich denke auch, je mehr man weiß, wo man herkommt und wo die eigene Wurzel ist, und manchmal braucht es auch im Leben ein bisschen Zeit, bis man die wirklich präsent hat oder sich bewusst sogar auch verwurzelt, weil es vielleicht nicht von Haus aus so war, desto leichter ist es auch auszufliegen, weil man weiß, wo man wieder hin zurückkommt. Welche, und ich,
Pardon, bitte. Ja, nein, und ich bin immer dafür, Kinder zu lassen. Kinder lernen am Widerstand und suchen sich den selber. Und wenn die Eltern den verhindern, dann nimmt man ihnen eigentlich schon wieder eine Möglichkeit, ihre eigenen Kräfte zu erproben. Waren Sie ein schwieriger Teenager? Nein, meine Revolution kam später. Wie sah die aus? Verraten Sie uns die? Ja, da war mal so ein Zoom an die gesamte Familienmischpoche dran. Da habe ich mal eine große Brille aufgesetzt und scharf gestellt und einige Dinge entdeckt, die ich vorher noch nicht so genau gesehen habe. Das ist ja so mittelbeliebt. Welche Rolle spielen Pferde in Ihrem Freiheitsdenken? Sehr prägende, ganz klar. Weil das Pferd war im Grunde genommen von Anfang an mein Begleiter und hat mir einfach auch das ermöglicht, was es ja für den Menschen sehr früh sehr wertvoll gemacht hat, dass er größere Strecken in kürzerer Zeit zurücklegen konnte. Und ich denke schon, dass dieses Territoriale stark in uns drin ist und dass dieses Gefühl, ich erobere ein Gebiet und dann auch noch per Pferd, dass das immer einen Freiheitsmoment auch verstärkt. Sie haben ein Buch geschrieben unter dem Titel Eskapade und es gibt dieses Atelier Eskapade. Jetzt müssen Sie uns mal ganz kurz erklären, was ist das und was machen Sie damit? Also nicht mit dem Buch, sondern mit dem Atelier. Das Buch kann ich nur jedem empfehlen. Vielen Dank. Ja, das Atelier Eskapade habe ich gegründet vor jetzt knapp 4 Jahren. Und eigentlich auch wieder sehr spontan, als ich an meine Schauspielstudenten dachte, die ich seit fast 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile unterrichte, sehr leidenschaftlich. Und dann dachte ich kurz darüber nach, was ich mit denen wieder Neues tun könnte. Ich auch eine Möglichkeit gibt, mit der Methode, die ich entwickelt habe als Schauspielerin und eben auch für die Studenten, etwas anderes zu tun und etwas zu tun für Menschen außerhalb des Schauspiels. Und dann kamen 3 Probeateliers in Frankreich und in Deutschland mit Freunden und Bekannten und die Resonanz war dann spontan so stark und mir hat es so viel Freude gemacht, dass ich einfach gemerkt habe, dieser Dialog vom Körper an die Emotionen und wieder zurück kann zu einem vielleicht ganz konstruktiven Werkzeug werden im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und mein Motor war es immer, Träume und Visionen zu verwirklichen. Und ich glaube, dass ich neben meiner sehr romantisch und auch idealistischen, verträumten Art wirklich auch die Fähigkeit besitze, immer wieder Dinge in die Welt zu bringen, das heißt umzusetzen. Und das sind wieder diese beiden Achsen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich habe da den Innenminister und den Außenminister draus gemacht. Die verbindende weibliche Energie und die aufrechte Achse, die männliche handelnde. Und und so kam eigentlich immer mehr Bewusstsein darüber, recherchieren, sammeln. Und das Buch hat mir dann die Möglichkeit gegeben, das kam schon nach 1,5 Jahren, nachdem es das Atelier dann gab, die ganze Sache nochmal zu konkretisieren und zu verdeutlichen. Und jetzt mittlerweile fordert das ziemlich viel Aufmerksamkeit. Ich bin ganz überrascht. Aber es ist tatsächlich so und macht sehr, sehr viel Freude. Jetzt haben Sie im Atelier Eskapade versuchen Sie, Energien freizusetzen bei Menschen. Wie darf man sich das vorstellen? Weil das ist ja ein ziemlicher Spannungsbogen. Es sind ja nicht nur, ich sag mal, nicht nur Künstler, nicht nur Schauspieler. Ich habe gesehen, Sie haben auch Priester, Sie haben Geschäftsleute, Menschen, die am Ende zu Ihnen kommen und ihre eigene Persönlichkeit stärken und weiterentwickeln wollen. Wie setzen Sie Energien frei? Ja, also das Erste ist im Grunde genommen genauso wie bei meinen Schauspielstudenten, denen ich immer sage, es ist schon alles da, wir müssen nur den Schlüssel dazu finden, ist es genauso im Atelier Eskapade. Dass ich den Menschen versuche, als allererstes das Vertrauen in ihre eigene Kraft, in ihr eigenes Wesen, in ihre Natur, das, was ihrer Natur entspricht, zu vermitteln. Und dann überprüfen wir die Filter und Schrauben, wie ich das nenne, die wir im Körper
alle haben, um uns zu schützen. Also die Blockaden, die wir sammeln, das sind meistens gestaute Gefühle oder Überzeugungen, die wir nicht mehr brauchen. Und dann wird entrümpelt. Und das geht eben über den Körper, das geht über mentale Übungen, Imagination. Und dann ist im Grunde genommen die Quintessenz, dass sich automatisch die eigenen Kräfte freisetzen und die Menschen eigentlich oft selber von sich überrascht sind. Was müssen die Teilnehmer mitbringen? Mut? Den Mut, die Veränderung zu wollen? Also ich sag mal so, selbst der Mut kann nochmal entstehen. Es gibt manchmal, glaube ich, auch ein bisschen so diese Schwellenangst da noch, die ich sehr menschlich finde. Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn die Neugierde da ist. Neugierde ist übrigens auch etwas, was Pferde sehr stark haben, was sie auch zu uns führt. Es ist das einzige Fluchttier, was bereit ist, so eine Kommunikation herzustellen zum Menschen, was es auch sehr besonders macht. Und was für mich eine Voraussetzung ist bei den Menschen, die zu mir kommen, ist, dass sie die Verantwortung für ihr Tun und Handeln übernehmen. Das heißt, dass sie sagen, okay, ich bin ein erwachsener Mensch und ich möchte etwas bewegen für mich. Und das ist ähnlich bei meinen Studenten, wenn die sich hinsetzen und sagen, so, ich würde gerne, aber ich kann ja nicht. Also so, ich sag mal so, dieses Phlegma, dass etwas von außen passieren muss, damit der Heilige Geist in einen reinfährt und irgendwie was auch immer erfindet, da bin ich dann immer ein bisschen streng. Aber das ist auch das Einzige. Ansonsten kann jeder kommen mit jeder Frage, jedem Thema, jeder Vision und jeder Eskapade, die noch nicht gelebt ist, weil die Zeit jetzt will, dass die Dinge passieren. Da bin ich ganz sicher. Es gibt kein Ja, aber mehr. Es gibt nur noch ein Ja, Punkt. Der Untertitel des Buches mit dem Titel Eskapade heißt Aufbruch in die Freiheit. Wovon mussten Sie sich befreien, Frau Bäumer? Naja, das habe ich ja schon gesagt. Da müsste ich wirklich lange überlegen. Ich habe eigentlich eben diesen, der Aufbruch ist für mich der immer wieder neu gewesen. In jede Form, sich die Freiheit zu nehmen, zu sagen, so, ich gehe wieder, ich habe wieder eine Idee, wieder eine Vision, ich folge der. Und dieses darum kämpfen oder ringen ist nicht etwas, was in meinem Leben oder in meiner Biografie ein entscheidender Punkt war. Und ich glaube, dass deshalb auch dieser Schwung oder diese Leichtigkeit und diese Energie von meiner Seite aus da drin steckt, die Menschen da so mitzureißen, weil es eben etwas ist, was für mich nicht so eine große Hürde bedeutet. Und dass ich ihnen sage, doch, es geht, es ist möglich. Und zwar jetzt gleich und nicht übermorgen die Weltreise machen, sondern jetzt. Woran scheitern die meisten? Ist das der Zeitpunkt, der verpasst wird? Oder woran scheitern Menschen? Also scheitern ist ja schon mal ziemlich harsch, sage ich mal, weil das würde ja bedeuten, dass es wirklich gar nichts wird. Man kann ja auch sehr lange von etwas oder träumen oder sich nähen. Genau, verschieben denke ich auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, eine häufig geschuldet dem mangelnden Bewusstsein für den eigenen Raum. Das heißt wirklich zu sagen, ich kann und darf mir den Raum nehmen, um das und das zu tun und umzusetzen. Also die Idee, dass ich verantwortlich bin für viele Dinge um mich herum oder vielleicht auch noch nicht ganz sicher zu sein, ob man das, was um einen herum ist und was das eigene Leben ausmacht, mit involvieren kann. Das heißt, es ist manchmal sehr überraschend, wenn man sich wirklich verbindet mit dem, was man will, wie leicht es dann ist, das auch umzusetzen und das Umfeld damit zu integrieren oder sogar Unterstützung zu finden. Und ich glaube immer, dass der erste Schritt nochmal ist, sich wirklich ganz tief bewusst zu sein, was der kühnste Traum, der größte Traum, der kühnste Traum, das jetzt hier heute Wichtigste. Und wenn man sogar so radikal wird, dass man sagt, okay, jetzt Lockdown, in 3 Wochen kriege ich den Virus,
und vielleicht bin ich dann gar nicht mehr da. Das hilft auch manchmal, dass man sich so weit treibt und sagt, okay, was würde ich dann jetzt noch machen? Und das ist es dann. Und dann kann man planen. Dieses Träume-Leben, nichts anderes ist es ja, die Aufforderung, Träume zu leben. Gibt es Träume, wo Sie sagen, da habe ich zu lange gewartet? Das hätte ich mir früher erfüllen müssen? Ja, ich habe ja 17 Jahre davon geträumt, nach Frankreich zu ziehen. Herrgott nochmal. Und wenn ich jetzt sehe. Wer hat Sie aufgehalten? Wie bitte? Wer hat Sie aufgehalten? Deutsche Männer. Wir reden gleich noch über Männer, ich merke schon. Kleine Kurven. Aber gut, war es auch wert? Nein, das tatsächlich, wenn ich sehe, wie stabil und anhaltend und innig diese Beziehung zu Frankreich ist, hätte ich sagen können, wäre früher auch sehr glücklich gewesen. Aber auch das ist beschwerlich. Wenn man sich zu viel damit beschäftigt, wird es schon wieder beschwerlich. Da rate ich dann immer dafür zu sagen, lieber eben hier und jetzt sich doppelt freuen. Und das tue ich tatsächlich. Ansonsten, ja, vielleicht auch das Thema, das Pferd in die Lebensmitte zu stellen, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch gar nicht wusste, wie es eigentlich möglich ist und wie ich wirklich dann eine Beziehung mit denen leben kann, die auch nur erfreulich ist, wenn man da ist. Aber auch da ist es eigentlich wieder ähnlich, dass ich eine Weile etwas wehmütig war und dachte, oh mein Gott, das hätte dir auch echt früher einfallen können. Aber jetzt ist es so und es ist genau richtig. Gibt es eine Gewichtung bei Ihnen? Sie sind Schauspielerin, Sie sind Schauspiellehrerin, Schauspielcoach. Und Sie sind, ja, wie darf man sagen, Lebensberaterin, Lebenscoach? Gibt es da eine Gewichtung in der Zwischenzeit? Ja, also ich würde mal sagen, dass so knapp zwei Drittel oder gute Hälfte des Jahres ist wirklich der ganz kreative Anteil. Und das ist dann entweder Schreiben oder Spiel, Film, zu welche Form das dann auch mal findet. Und ein gutes Drittel oder die jetzt mittlerweile tatsächlich schon fast die Hälfte ist das Atelier Eskapade. Jetzt sagen Sie beim Atelier Eskapade, dass man die Zukunft quasi nur erreichen kann, wenn man mit der Vergangenheit im Einklang ist. Das fällt wahrscheinlich vielen Menschen auch schwer, diese innere Balance zu finden. Ist das unserem Alltag geschuldet, der Hektik im Alltag, der Schnelllebigkeit? Ist das der mangelnden Persönlichkeitsentwicklung, die jeder selber vielleicht hat, weil wir am Ende des Tages doch zu bequem sind, uns weiterzuentwickeln, geschuldet? Ja, also ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Das ist wie beim Entrümpeln im Haus. Schön, dass Sie nicht sagen, das ist zutiefst männlich. Das freut mich jetzt. Männlich und weiblich und menschlich, würde ich sagen. Wunderbar. Ja, das ist so etwas, wo, glaube ich, kein Mensch mit großer Inbrunst anfängt zu sagen, oh, jetzt räume ich komplett mein Haus durch. Endlich. Das braucht Überwindung. Und es sind immer wieder Schwellen, die man da überschreitet. Und es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Wenn die Menschen damit anfangen, und ich sage jetzt mal, die ganz simple Materie, die dann auch immer eine starke Verbindung zu unserem Innenleben hat oder umgekehrt von innen nach außen, jedes Mal, und mir geht es auch so oder mir ging es auch so, sagt man hinterher, meine Güte, wenn ich gewusst hätte, wie unglaublich leicht und befreiend und wunderbar das Leben wird und noch mal mehr wird, dann hätte ich wirklich früher damit angefangen. Deshalb kann ich an der Stelle immer nur Mut machen. Und natürlich ist es eine bestimmte, es ist ein Schritt und es ist eine Entscheidung und es ist aber eigentlich auch nur eine Entscheidung für einen selber. Und eben jetzt das, was glaube ich auch heute noch mal mehr an Bedeutung gewinnt, mit leichtem Gepäck zu reisen. Ihre Mutter hat Ihnen den Rat gegeben, Sie sollen mal was Verrücktes machen. Oder Sie sollen hin und wieder was Verrücktes machen. Korrigieren Sie mich, wenn das Zitat nicht stimmt. Wann haben Sie zuletzt was Verrücktes unternommen? Ja, das ist ja so lustig, weil meine Mutter hat ständig gesagt, wenn es so ein bisschen also unvernünftig wurde, sie irgendwas gekauft hat, was eigentlich gar nicht dran war und zu teuer war, da sagte sie, naja,
man muss auch mal was Verrücktes machen. Aber das hat sie andauernd gesagt. Ich finde das so lustig. Wann habe ich das letzte Mal was Verrücktes gemacht? Ja, ich habe was vollkommen Verrücktes gemacht. Einmal bin ich mit meinem Pferd, mit Hund und Pferd in die Bretagne gefahren im Frühjahr, um da zu schreiben. Und eine wirklich ziemlich verrückte Tour war dann die Rückfahrt, die sehr schnell stattfinden musste, weil ich nämlich den Hänger nicht gut rückwärts navigieren kann. Das ist eine ziemliche Nummer. Und das habe ich zwar viel geübt, aber es ist immer noch nicht garantiert, dass es funktioniert. Ich bin dann, weil es so schnell ging, alleine aufgebrochen und konnte eigentlich nur geradeaus fahren. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, liebes Frankreich, dass du diese genialen Roundabouts überall hast und keine Ampeln und Kreuzungen. Und ich fand das Motto eigentlich auch nicht schlecht, dass ich dachte, für den Rest deines Lebens immer geradeaus ist eigentlich ein guter Plan. In der Tat. Also das war so eine Nummer, wo ich so erinnere, bei jeder Raststelle, jeder Tankstelle dachte ich so, du musst jetzt ganz genau wissen, da musst du tanken, da fährst du vorbei, da stehen die Lastwagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und tatsächlich ist es bis 5 Minuten vor Ankunft geglückt. Dann hat mich eine Polizistin aufgehalten und gesagt, Sie können hier gar nicht weiterfahren. Sie können mal das Pferd ganz schnell hier auf die Weide stellen und den Hänger abmachen und nach Hause. Und dann mussten wir ein bisschen verhandeln. Das hat dann zum Glück aber auch geklappt und Pferd und ich sind zusammen weiter geradeaus gefahren und angekommen. Ich möchte mit Ihnen noch fix über 2 Themen sprechen, weil die Zeit auch rennt. Sie sind auch Mediatorin und versuchen dort auch zu agieren. Braucht es harte Methoden, um das Beste aus Menschen herauszuholen und Menschen einander nahe zu bringen? Harte Methoden glaube ich gar nicht. Ich glaube eigentlich als allererstes immer das behutsame und liebevolle Heranführen an sich selber und das Bewusstsein für sich selber, den eigenen Körper schon mal und die eigenen Kräfte zu gewinnen und dann in der Vermittlung, also dem, wo ich sage, so die Brücke von mir innen nach außen ist eigentlich der phänomenalste Moment für mich immer wieder, wenn ich es erreichen kann, dass die Menschen von sich selber überrascht sind. Wie hilft Ihnen Ihre Arbeit als Schauspielerin dabei? Haben Sie einen anderen Zugang zum Körper? Haben Sie eine andere Möglichkeit, dieses von innen nach außen, von außen nach innen zu transportieren? Also ich muss schon sagen, dass sich das gegenseitig sehr befruchtet. Es ist beides einfach eine sehr, sehr feine und sehr detaillierte Arbeit. Als Schauspielerin arbeite ich auch so. Und die Basiswerkzeuge kommen ja auch aus meiner jetzt fast 25-jährigen Arbeit als Schauspielerin. Und in diesem Forschen und dem Beobachten und den Blockaden bei Menschen lösen, helfen und eben sehen und erkennen, wo die sitzen und was dahinter stecken kann, das hat immer wieder eine Rückbezüglichkeit. Und ich würde sagen, dass jetzt in die Schauspielarbeit diese fast Philosophie des Atelier Escapade sehr gewinnbringend mit einfließt und umgekehrt im Atelier ich so ein bisschen immer wieder mal auch für mich überprüfen kann und merke so, aha, da oder da kriegt man vielleicht noch eine andere Emotionsfarbe zu fassen. Denn letzten Endes ist es ja nur das, dass wir als Schauspieler auch im besten Falle unseren Körper komplett so beherrschen, dass wir Emotionen abrufen, freilegen und führen können. Wie lange begleiten Sie Menschen, die bei Ihnen einen Kurs machen im Atelier Escapade? Wie lange bleiben Sie denen im Schnitt verbunden? Also es gibt jetzt das Atelier Escapade in Deutschland und in Frankreich mit Pferden.
Und herrlicherweise jetzt eben auch in dieser wunderschönen Region zwischen Arles und Avignon mit der Möglichkeit, direkt vor Ort zu wohnen. Und da können wir jetzt etwas Neues anbieten. Das sind dann Wochenaufenthalte, wo es ein dreitägiges Atelier integriert gibt. Und ansonsten sind die Ateliers mit Pferden 2 Tage immer. Und die Ateliers ohne Pferde gehen meistens 1 Tag. Und jetzt habe ich nach dieser Lockdown-Zeit oder während der Lockdown-Zeit noch ein Online-Atelier ins Leben gerufen, was erstaunlich auch über dieses Format ganz gut funktioniert hat, mit einer zauberhaften Maskottchengruppe. Und das geht jetzt auch noch mal weiter im Juni. Und das sind immer, das ist ein Zyklus von 3 Wochen. Da gibt es zum Beispiel das Thema, woher komme ich, wo stehe ich, wohin gehe ich. Und das ist immer einmal in der Woche 3 Stunden. Stichwort, wohin gehe ich? Wenn wir jetzt mit Blick auf Ihre schauspielerische Arbeit die Frage stellen, wohin gehen Sie? Welche Projekte stehen als nächstes an? Ja, bei mir gibt es jetzt wieder ein Thema, wo vieles zusammenkommt, was ich liebe, Film, Pferde, Bewegung, Zirkus. Nach der Reise durch die Staaten von Arizona bis Montana, die ich ja gemacht habe vor einigen Jahren. Ist 3 Monate jetzt waren Sie unterwegs, ja? Knapp, ja, genau. Und kommt jetzt die Planung für eine Tour mit dem Cirque Bidon, einem kleinen Wanderzirkus, der von Paris durch Frankreich nach Italien zieht und dort mit einem meiner Hengste Teil der Truppe zu sein für eine Weile. Aber neue Filmprojekte in der Form, dass wir sie bald wieder auf der Leinwand sehen, steht da was an? Nein, und wir sind ja im Moment auch da ziemlich, wie soll ich sagen, ruhig gestellt. Mhm. Also ist leider alles, was im Moment in Planung ist, erstmal on hold. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund und viel, ja, starke Nerven, viel Erfolg beim Umzug. Ja, ist das in diesen Tagen, so leicht möglich, umzuziehen in Frankreich? Ich glaube, Sie haben ja nochmal eine andere Gesetzgebung jetzt. Der Präsident hat ja nochmal stärker durchgegriffen, was die Maßnahmen angeht. Ja, ja. Nein, das war alles komplett gestoppt und geht jetzt gerade erst wieder los. Und ich habe auch gesagt, also alle möglichen Freunde noch mobilisiert und gesagt, wir müssen jetzt ruckzuck machen, bevor hier wieder irgendwie mit Attestation und so einem Schrieb, den man immer ausfüllen muss, das Ganze wieder blockiert wird. Aber mit den Franzosen ist das eigentlich immer alles ganz lustig. Mittagspause, kleiner Rosé und wird alles immer ein bisschen weniger ernst genommen. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Frau Bäumer. Alles Gute. Gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.